Und dann gehen wir erstmal ins Anwesen der Alipakas. Gucken mal, was die von uns wollen. Und dann können wir wahrscheinlich vielleicht noch ins Anwesen der anderen gehen. Fragt, was immer ihr wünscht. Ich strecke euch die Hand. Mir wurde gesagt, dass Fürst German euch erwartet. Ihr dürft eintreten. Fürst Skarmen Alibakar. Sprecht und dann verschwindet. Hallo Thalys, es ist schön zu sehen, dass ihr der Verlockung dieser Hure Lilith nicht erlegen seid. Diese Frau ist zu blind, die Wahrheit zu sehen. Eine Bürgerliche, die ihren Platz in der Gesellschaft nicht kennt. Unsere Häuser befehden sich seit Generationen. Die Luxaus scheinen von dem Gedanken besessen zu sein, dass ihre Familie diese Stadt gegründet hat. Was für ein absurder Gedanke. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie sie überhaupt darauf kommen, so etwas Absurdes anzunehmen. Es ist jedoch traurig, dass die Alibakars niemals die Beweise hatten, unseren Anspruch ihnen gegenüber zu beweisen. Doch es ärgert mich, dass wir überhaupt welche benötigen. All das hat sich kürzlich geändert. Ein alter Einmal nach meiner Familie besagt, dass es Beweise gibt, die hier in Handelsriff verborgen sind. Auf dem Friedhof gibt es ein seit langem aufgegebenes Grab, in welchem allerdings unter anderem auch der Gründer dieser Stadt liegt. Mein Vorfahre. Bei ihm liegt ein großer Stirnreif, genannt Reif des Wauken. Dieser Stirnreif ist alles, was ich als Beweis benötige, daher will ich ihn haben. Ich würde ihn mir ja selbst beschaffen, aber es gibt einen guten Grund, warum das Grab aufgewoben wurde. Darin spukt es, sagt man. Die genaue Art der Gefahr kenne ich nicht, aber ihr seid ein Held, der sich sicherlich den Gefahren stellen kann und sicher mit dem Reif zurückkehren kann, oder? Im Gegenzug werde ich euch 1000 Goldmünzen zahlen. Nun gut, ich werde mein Bestes versuchen. Ich glaube, hier ist eine höhere Belohnung nötig. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Grab schänden und die Toten darin stören sollte. Nein, ich glaube nicht. Ich bin nicht sicher. Sei nicht so zimperlich, Thalisa. Ihr habt sowas doch bestimmt schon öfters getan, oder nicht? Und nebenbei, das Grab ist schon lange ein lästiges Ärgernis. Ich bin sicher, diese Stadt wird das als eine neue Meisterleistung eures Heldentums anerkennen. Na gut, dann mache ich's mal. Sehr gut. Ich werde euch den Schlüssel geben, der euch ermöglichen wird, in das Grab zu gehen. Der Schlüssel ist auch schon seit einiger Zeit im Besitz meiner Familie. Ein weiterer Beweis, oder? Geht und kommt mit dem Reif wieder. Ja. Ich habe zugestimmt, den Handelsreif in Graf zu durchsuchen, in dem sich ein goldenes Diadem namens Reif des Wauken befinden soll. Es soll beweisen, dass für Skemans Behauptung, seine Familie sei die einzig Adlige in dieser Stadt, richtig ist. Er hat mir den Schlüssel zum Grab gegeben und mich gewarnt, dass es dort spukt. Ich soll mit dem Reif zurückkehren, sobald ich es habe. Wenn ihr es... Natürlich. So, mal sehen, ob die andere uns einen ähnlichen Auftrag gibt. Wir haben ja jetzt immerhin den Schlüssel. Mit diesem Schlüssel kann man die versiegelte Gruft auf dem Friedhof von Handelstreff öffnen. Früher wurden in der Gruft die wichtigsten Bürger der Stadt bestattet, aber sie wurde von zahlreichen Jahren versiegelt, um die Probleme, die von der Gruft nach außen drangen, einzudämmen. Ja, das ist wieder das typische Willkommen auf Toril, der Welt der Magie, wo die Magie selber Teil der Welt ist. Aber auch leider die dunkle Magie gerne mal ihren Schabernack treibt. Das ist das Haus der Luraxsolz. Ich war, wenn es das ist, was mögen ihr wollt. Die Götter euch gnädig gesonnen sein. Ja, die wollen uns schon mal gleich wegjagen. Gut, die ist gar nicht mehr zu sprechen. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Dann können wir mal laden und gucken, was sie einfach zu sagen hat. Dafür habe ich den Quicksave nämlich extra angelegt. Keine große Herausforderung. Damit wir mit beiden reden können. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen... Nun gut. Mögen die Götter... Ich denke, Fürstin Lilith erwartet euch. Ihr könnt hineingehen und mit ihr sprechen, wenn ihr wünscht. Wo, rein ins Schlafzimmer? Nö, und in der Küche wird sie wahrscheinlich auch nicht warten. Dann wahrscheinlich hier in dem dekadenten Römerwohnzimmer. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem.
Wir sollten gleich wieder gehen. Ah, der Helfer hat es treff. Endlich gekommen, mich zu besuchen. Ich gehe davon aus, dass alles in Ordnung ist. Dieses Schwein Skarmain. Das Skarmain hat nicht so übel von mir gesprochen, oder? Egal, er ist ein störrischer, irregeführter Narr. Unsere Familie liegen seit Generationen miteinander im Streit, müsst ihr wissen. Die Alibakara weigern sich, die Tatsache anzuerkennen, dass wir die einzige adlige Familienhandelstreff sind, wir, die es gegründet haben. Warum sie sich selber für wichtiger ansehen, als sie es sind, übersteigt meine Vorstellungskraft. Warum sie sich selber für wichtiger ansehen, als sie es sind, so. Unglücklich ist aber, dass meine Familie nie einen wirklichen vorzeigbaren Beweis für die Wahrheit ihrer Behauptung hatte. Das hat sich jetzt allerdings geändert. Ein dickes Buch ist entdeckt worden, eines, das meiner Familie gehört. Und das besagt, dass es einen Beweis hier in Handelstreff direkt unter unserer Nase gibt. In der Grabstätte des Friedhofs hier in der Stadt liegt die Gruft des Gründers, meines Vorfahren. Bei ihm liegt der Reif des Wauken, ein schöner Name für einen alten goldenen Reif. Jedenfalls würde dieser Reif meinen Anspruch einfach mal beweisen und die Alibakara zum Schweigen bringen. Ich würde ihn selber holen, aber in dieser Grabstätte spukt es, müsst ihr wissen. Ihr könntet die heldenhafte Tat vollbringen, diese Grabstätte zu betreten und den Reif für mich zu holen. Wenn ihr gewillt seid, im Gegenzug erhaltet ihr von mir 1000 Goldmützen. Was sagt ihr, meine Fürstin? Ich bin nicht sicher, eine Grabstätte oder die begrabene Toten zu stören, hm? Die Grabstätte ist schon vor langer Zeit stillgelegt worden, wegen dieser Spukgeschichte. Ich bin mir sicher, dass die Stadt es als einen weiteren eurer vielen Gefallen ansehen wird. Und glaubt mir, meine Ahnen würden wollen, dass ich diesen Reif bekäme. Na gut, dann tue ich es mal. Großartig, hier ist der Schlüssel zur Grabstätte. Die Tatsache, dass wir ihn besitzen, ist noch ein weiterer Beweis für unsere Legitimation. Verwendet ihn, um den Reif zu holen, dann kehrt zu mir zurück, wenn ihr fertig seid. Ja. Das ist derselbe Text. Ich warte. Das heißt, wir können jetzt zur Grabstätte gehen. Weil das ist auch derselbe Schlüssel, oder? Ja, ist derselbe Schlüssel. Wir können aber erstmal kurz gucken. Hier außerhalb, beziehungsweise hier hinter der Stadtmauer, war ja noch ein Händler. Ob der immer noch hier ist? Ja, ist er. Schön, einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage zu treffen. Jetzt wo die verdammten Gs weg sind, ist mein Geschäft um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Na, entweder das oder die Leute hier hätten Haus und Hof verloren und wir haben verhungert. Also, wie sieht's aus? Wollt ihr einige nicht ganz so legale Güter von einem glücklosen Schattendieb kaufen? Zeigt mal, was ihr habt. Großartig. Ja, Pfeile, Kugeln. Komm, wir kaufen Arie mal 2 Stacks Kugeln. Patatschen, Langschilder, Plattenrüstungen. Schienenpanzer. Ein Haufen plus 1 Waffen und Streitkolben plus 1. Ich glaube, ich sollte den Streitkolben kaufen und Arie geben. Ja, komm. So, dann kriegt nämlich Yahira ihre Waffe zurück. So. Und Arie hat auch eine Waffe und ihren Schild. Ja, natürlich. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Und sollten wir irgendwann mal einen besseren Streitkolben in die Hand bekommen, dann kann Arie ja den benutzen. Seid abermals gegrüßt. Auf ein Wort, Talisa. Ich verstehe, dass euch eine vornehme Familie beauftragt hat, die Grabstätte zu betreten, um etwas von dort zu holen. Ich habe keine Einwände dagegen. Dieses Grabmal ist schon seit längerem ein Ärgernis und wenn ihr etwas dagegen unternehmen kann, dann ihr. Aber ich sorge mich um das, was ihr von dort mitnehmen könntet.
Der Reif, er gehört einem gemeinsamen Vorfahren zweimal Familien. Wie wollen beide Familien diesen Reif als ihr alleiniges Eigentum betrachten? Das kann zu einem Blutbad führen. Ich kann euch nicht das Gold bieten, über das die Adligen verfügen, aber im Namen des Friedens bitte ich euch darum, mir den Reif auszuhändigen, sobald ihr ihn gefunden habt. Ich kann euch freilich nicht dazu zwingen. Vielleicht ist die Situation ja nicht so ernst, wie ich es befürchte, aber ihr müsst eure Handlungen mit dem eigenen Gewissen abmachen. Bevor ich das Grab betrat, kam Fürst Logan zu mir und sagte, ich solle ihm den Reif geben, wenn ich ihn um des Friedens... wenn ich ihn habe, um des Friedens wille. Er wird mich jedoch nicht dazu zwingen. Ja, die 1000 Goldmünzen. Oh, hi. Kriegerskelett und ein paar Knochenköppe. Ja? Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, das klappt. Ich helfe, wo immer ich kann. Schneller als Chick-Ticker, schnell kratze. Ist das eine Skelett gerade geflohen? Ich war. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, das Skelett ist geflohen. Da ist der Waukenreif gewesen. Ja, nun gut. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Okay. Die darfst du mal identifizieren. Das geht zu dir. Das kannst du trinken. Das ist der goldene Stirnreif, den ihr in der versiegelten Gruft auf dem Friedhof von Handelstreff gefunden habt. Der Stirnreif ist im Verlauf der Jahre stumpf geworden. Dennoch kann man darauf noch Vaukens Symbol erkennen. Zweihändige Schwerter, plus 1. Und ein Edelstein. Fragt nur, was möchtet ihr? Erzählt mir mehr davon. So, damit haben wir das Problem mit den Untoten gelöst. Yay. Können die Quest abgeben. Da ist das Haus des Bürgermeisters. Da Talisa ja ein neutral guter Charakter ist, sie ist ja neutral gut, ja. Machen wir das Richtige, vor allem weil wir zwei rechtschaffen gute Charaktere in der Gruppe auch noch haben. Keine große Herausforderung. Und geben ihm hier den Reif. Seid abermals gegrüßt. Seid gegrüßt, Talisa. Was macht die Angelegenheit im Grab? Mal bringt ihr mir den Reif, damit die Fehde zwischen den Noraxos und den Alikakas endlich ein Ende hat? Nein, ich habe den Reif nicht bei mir. Ich habe den Reif, aber ich kann ihn euch nicht geben fürs Logan. Ja, ich habe den Reif. Nehmt ihn, denn ich möchte meine Verwicklung in diese Familienangelegenheit beenden. Seid bedankt. Ihr habt ja ein paar Goldmünzen. Ich weiß, ihr beiden Familien hätten euch mehr bezahlt. Dennoch, ihr habt recht daran getan. Habt nochmals vielen Dank. Wir sind allesamt Helden. Naja, 250 Gold. Ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocket. Ja. Ich bin zu Tiris zurückgekehrt, um ihm die frohe Kunde zu überbringen, dass Redschick, der Häuter und sein Kumpan Daris dann tot sind und Reiser geheilt ist. Aber er hat sie schon gehört. Reiser und er waren schon fort, um zu heiraten, und seine Eltern waren überglücklich. Manche Dinge scheinen doch gut zu enden. Ich habe den Reif, der Vauken aus dem Grab in Handelstreff geholt hat, und ihm Fürst Logan gegeben.
Anstatt einer der beiden Familien, die ihn wollten. Die Belohnung war nicht so hoch. Beide Familien werden aus der Fassung geraten. Aber das war vielleicht das Beste, was ich tun konnte. Ja, auf Toril und in Ferun endet halt nicht alles schlecht, wie man hier an Tiris Geschichte sieht. Es ist halt eine Welt, die sich ständig ändert. Und in der alles Mögliche passieren kann. So, damit kann ich jetzt erstmal Handelstreff verlassen, würde ich denken. Ich kann die Pflichten eines Klerikers noch fertig machen, dann mal hoffentlich. Dann sollten wir mal endlich zum Friedhof gehen. Ja, die Jagd auf Valiga Kotala.